Hallo liebe Noppenstein-Freunde, willkommen zum zweiten Teil vom Jurassic Park Jeep, nicht Jurassic World Jeep. Vom Jurassic Park Jeep. Ja, ich habe ihn jetzt fertig. Nein, ich zeige ihn jetzt nicht. Aber ihr könnt ihn da unten erahnen. Wenn ihr da, hier, da, na, nee, da. Ihr seht so ein Stück vom Überrollkäfig und die Scheinwerfer. So viel könnt ihr schon mal sehen. Wie er tatsächlich ist, das verrate ich jetzt nicht. Das seht ihr im Video. Und ja, es sei nur so viel gesagt. Ich habe graue Haare bekommen. Und das ist nicht nur spaßig gemeint. Ich habe tatsächlich graue Haare bekommen. Ja, aber das seht selbst. Es wird sehr amüsant. Viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt muss ich tatsächlich vorher einmal unterbrechen, bevor ich eigentlich das nächste Fazit machen wollte. Wir befinden uns jetzt bei Bauschritt 377, als nächstes eigentlich, oder eigentlich bei 376, so. Den kann ich aber schon nicht ausführen. Denn, ich weiß nicht, kann man das hier ranzoomen? Ich glaube ja. Seht ihr das? Das ist hier eine erzwungene Baurichtungsumkehr mit Nicht-Baurichtungsumkehrsteinen. Das sind ganz normale Plates, die da verwendet werden. Und ja, die halten auf der Unterseite ja mal so überhaupt nicht. Wie will man also so eine Baurichtungsumkehr machen? Und das wird später auch nirgends wie gekontert, dass man das so bauen könnte. Ne? Also, ich kann Unterseite auf Unterseite nicht befestigen. Deswegen steht hier schon ein hübsches kleines Kästchen, in dem ich so ein paar Bügelperlen noch drin habe. Sogar in verschiedenen Farben. Rosa, weiß, schwarz, ganz viele. Ja, was heißt ganz viele? So viele habe ich gar nicht. Aber es könnte dafür ausreichen. Weil anders kommt man hier jetzt nicht weiter. Oder ich bräuchte die mit Baurichtungsumkehrplate. Die gibt es ja. Aber die habe ich nicht. Mit Noppen auf beiden Seiten. Das heißt, ich habe die schon. In meiner Titanic und in zig anderen Sets, aber ich habe sie nicht so rumliegen. Ich habe die leider nicht übrig. Ich hätte jetzt höchstens in Schwarz ein paar 1x1er, die bringen mir aber nichts. Oder in Rot oder in Gelb 1x2er. Die bräuchte ich in 2x2. Dann wäre das optimal. Und natürlich müssten die schwarz sein. Also hilft mir jetzt hier nur mit Bügelperlen versuchen, das Ganze zu retten. Schauen wir mal. Ja, das hat mich jetzt fast alle Bügelperlen gekostet. Ich habe noch zwei Stück übrig. Und jetzt kann man das hier aufeinander drücken. Und dann hält das auch richtig, richtig gut. Ja, ist bombenstabil jetzt. Und dann kann es auch weitergehen. Also, ich habe es euch ja für die Sitze schon gesagt. Um dieses Set vernünftig bauen zu können, braucht ihr unbedingt Bügelperlen. Also die Einmalnoppen oder Single-Noppen oder wie sie bei Bluebricks heißen, Part Pack.
zwingend notwendig. Es sei denn, ihr habt sie noch irgendwo rumfliegen, dann braucht ihr sie nicht besorgen. Das ist dann von Vorteil. Ich hatte ja auch noch ein paar. Ich habe mir die ja auch noch nicht gekauft, aber ich muss mir echt auch mal so ein Part-Pack holen, weil das sind alles nur Überbleibsel aus anderen Sets. Ein paar waren beim Iron Man Book über, ein paar waren beim Avenger Book über, bei Kobi sind immer wieder mal welche über. Aber nur vereinzelt. Und ich habe die ja jetzt auch schon häufiger wieder gebraucht für irgendwas, wie ihr in meinen Videos gesehen habt. Und dementsprechend, ja, sie gehen zur Neige. Ich habe keine mehr. Nur noch zwei Stück. Wenn jetzt nicht wieder irgendwelche Sets mit Bruperlen kommen, dann stehe ich dumm da. Aber gut, jetzt geht's erstmal weiter. Ja, das war ein kurzes Speedbild. Ich habe jetzt ein Stück weitergebaut und tatsächlich wird hier nachher nochmal quasi für die Baurichtungsumkehr die Befestigung gemacht. Aber das sitzt dann hier nur auf einer Fliese und rutscht so ein bisschen hin und her, hat dann also noch Spiel. Definitiv empfehle ich hier, nehmt die Bügelperlen, macht's wie ich. Sonst habt ihr da keinen Spaß. Das ist sonst nur labberig und instabil. Und so ist das ein stabiler Block. Also, ich werde es so lassen, auch wenn es jetzt noch mal so ein bisschen, naja, sagen wir mal ein ganz, ganz bisschen gekontert wird. Aber die Stabilität kommt aus den Bügelperlen. Ja, das wollte ich gerade nur noch mal erwähnen. So weit bin ich nun gekommen. Ihr habt es vielleicht dem Speedbild entnehmen können. Je weiter man sich dem Ziel nähert, desto brüchiger wird alles. Also es ist gerade einfach nur blanker Horror, das zusammenzusetzen. Da brauchst du wirklich Geduld, Geduld, Geduld und Nerven. Ich habe auch Teile jetzt komplett weggelassen, weil die mich einfach nur noch auf den, die haben mich einfach nur noch aufgeregt. Die haben mich sind mir auf den Keks gegangen. Zum Beispiel einmal das Teil, was hier unten drunter soll, der Unterbodenschutz. Und die Heckpartie, die ich auch andauernd wieder abrupfe. Und selbst ohne die rupfe ich hier hinten immer wieder das Heck auseinander. Das ist halt, wie ich schon am Anfang sagte, teilweise fragil zusammengesetzt. Aber ja, es ist trotzdem stimmig. Aber dieser Überrollkäfig, der ist der blanke Horror. Denn ihr kennt es, diese Technik-Röhrchen in zwei lang, die wollen nicht so wirklich gerne mit Noppen verbunden werden, aber die werden hier mit Noppen verbunden. Und zwar mit vieren an der Zahl. Zwei davon sind normale Noppen, zwei davon sind Jumper-Noppen. Und das hält nicht so wirklich, wirklich gut. Das dann hier mit den Verbindungen war echt eine Sache, die anstrengend war. Noch dazu ist halt jedes Mal, wenn ich den gekippt habe zu sehr, ist hier vorne was abgegangen
Oder wenn ich hier hinten zu sehr gedrückt habe, ist mir das ganze Ding auseinandergesprungen. Ihr habt es vielleicht dem Speedbild entnehmen können. Ich weiß nicht, wie schnell ich es laufen lassen werde. Auch die Sitze sind mir schon das eine oder andere auseinandergefallen. Und ja, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel sowas wie das hier erstmal weggelassen, damit mich das nicht mehr stört. Und ich denke, wenn der fertig ist, ist das ein Top-Modell. Wirklich. So ist der echt genial. Aber ja, er hat so seine Tücken. Wir warten mal ab, wie es bis kurz vor Schluss ist. Weil teilweise werden hier auch Sachen mit einer Noppe immer wieder verbunden. Das kennen wir ja auch, dass ich, und da wisst ihr ja auch, dass ich da kein Fan von bin, von dieser Ein-Noppentechnik. Ich mag das gerne stabil, gekontert, etc. Und das ist hier aber teilweise wirklich mit dieser Ein-Noppentechnik. Man sieht, ich muss hier immer wieder irgendwo was andrücken, weil ich da dann diese Spaltmaße sehe, die mir nicht gefallen. Und ja, zum Beispiel hier, das löst sich immer wieder. Die Fliese löst sich immer wieder von der langen Plate. Und die bin ich dann hier immer wieder am Andrücken. Wobei ich die nicht so wirklich andrücken kann, da die ja hier vorne in der Luft schwebt. Die hat ja hier unten keine Noppen. Da oben ist ja quasi die Seite der Plates, die hier seitlich sind. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den Step gesehen habt. Genauso, was mich aufregt, das werde ich aber noch ändern. Hier drunter sitzt der Brick nicht richtig. Und ja, der ist irgendwie verkantet. Deswegen habe ich da auch eine leichte Kante drin. Aber das sind so Sachen, die korrigiere ich dann noch, weil das regt mich auf. Das ist einfach nur ein leichter Baufehler von mir, beziehungsweise ja, hat sich was gelöst und ich habe es dann nicht wieder angedrückt und habe dann den Rest wieder drauf gebaut. Dann kommt sowas zustande. Man macht sich dann halt mehr Arbeit. Ja, die habe ich noch nicht getauscht. Das werde ich ganz zum Schluss auch noch machen. Weil das Rot, das geht mal so überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht in meiner Grabbelkiste landen. Und wenn als absolutes Ober-Ober-Ober-Notteil. Weil es gibt keinen Rotton, der damit vergleichbar ist. Das ist einfach nur Schitte. Auf gut Deutsch, Schitte. Ja, dann machen wir jetzt die Türen und die Reifen noch dran. Und dann gibt es das Schlussfazit, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie er fertig aussieht. Und fragen ihn dann mal, ob er einen Drehwurm hat, weil ich hier die ganze Zeit Karussell mit dem spiele. Ja. Leute, hatte ich nicht gesagt, ich mache nur noch eben die Türen und die Reifen fertig. Ich sage ja, je weiter es zum Schluss kommt, desto katastrophaler wird es. Und jetzt wollte ich gerade den Fensterrahmen andrücken, beziehungsweise den Überrollkäfigteil, den restlichen, mit den Scheinwerfern dran. Und dann passiert das. Ich meine, ihr habt es vielleicht gerade beobachtet, wie oft das Ding mir auseinandergefallen ist. Vielleicht hat der ein oder andere von euch von Johnny's Worlds Kanal den Teil gesehen, wo er gerade seinen Laden noch sehr neu hatte.
und den Mock von Modbricks gebaut hat, den Hoth-Planeten. Ich wette, das hier ist gerade dreimal schlimmer eskaliert, als es bei Johnny eskaliert ist. Und ich muss mich gerade echt hart zusammenreißen und hoffen, dass ich das Ding jetzt schnell wieder zusammengebaut kriege. Weil sonst liegt das Ding gleich irgendwo hier rechts in der Ecke oder links in der Ecke. Und ja, das Review verschiebt sich um ein paar Tage, vielleicht Wochen. Ihr werdet davon nicht viel merken, ihr werdet es gleich sehen, aber tja, warten wir mal ab. Absolute Katastrophe. Ja, ich habe ihn wieder so weit zusammenbekommen. Allerdings sind so ein paar Teile abgefallen im Innern, die ich jetzt nicht mehr anbringen werde, weil sonst müsste ich nochmal Teile komplett auseinandernehmen. Zum einen, ich weiß nicht, wo das hier rausgefallen ist. Zwei schwarze Plates in Rund. Die waren auch zusammen, das heißt, die sitzen irgendwo hier zusammen drin und sind rausgefallen. Und zum anderen, hier vorne drin waren zur Befestigung unter den Fliesen diese Plates und natürlich für die Stufenverstellung, also für die stufenweise auseinandergehend, ein so ein Brick, der ist auch rausgefallen. Das bleibt jetzt auch raus. Ist mir jetzt piep egal, dass da jetzt so ein kleiner Spalt ist. Den werde ich jetzt auch nicht mehr groß andrücken. Das bleibt so. Weil sonst mache ich mir da echt noch. Das ist echt nervenzerreißend, aber richtig. Das Ganze hier ist übrigens übrig geblieben. Wurde nicht weiter benötigt. Gefehlt hat sonst nichts. Aber der Bau ist, wie gesagt, also wenn ihr den unbedingt haben wollt und das euch antun wollt, dann sperrt vorher die Kinder weg. Oder legt die Kinder schlafen und geht in einen Raum, wo ihr ganz, ganz weit weg seid und nicht hörbar seid. Denn sonst lernen die neue Wörter kennen, wie Thorsten so schön sagte, beim Hoss-Planeten. Ja, ich wollte hier jetzt schon wieder was andrücken, was nicht richtig fest war. Und ihr kennt das Problem, ne? So, ich darf auch nicht zu viel Druck ausüben, weil sonst passiert nämlich das Gleiche wieder, wie vorhin passiert ist. Denn das ist leider alles nicht so stabil, wie es sein sollte. Echt ätzend. Aber gut, so. Definitiv ist das ein Vitrinenmodell. Nicht bespielbar. Vergesst es. Da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist einfach nur. Wenn es in der Vitrine steht, sieht es geil aus. Das ist die beste Beschreibung dafür. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich die entsprechenden Finanzen dafür habe, Achim bemühen, dass er mir Sticker macht dafür. Weil da fehlen definitiv jetzt auch noch die Sticker drauf. Dann sieht der natürlich richtig mega aus. Und eine Sache, die ich noch ändern werde, die meiner Meinung nach überhaupt nicht passt, die Rücklichter. Die werde ich jetzt gleich noch ändern und dann sehen wir uns wieder. Da sehen wir uns wieder mit dem nochmal kleinen Umbau. Ja, ihr könnt sofort erkennen, das ist deutlich näher am Original, weil ich weiß nicht, wofür hier so viel rotes Rücklicht benutzt wurde. Denn die sind nämlich eigentlich genau viereckig exakt gleich, soweit ich das in Erinnerung habe. Und das passte so überhaupt nicht. Deswegen deutlich besser jetzt.
Gefällt mir jetzt auf jeden Fall mega. Und ja, ich bin froh, ihn jetzt in meiner Sammlung zu haben. Eine Sache noch, die echt chaotisch war. Gucken, ob ich das jetzt vorsichtig zeigen kann, weil ich will nicht so wirklich umdrehen. Ich habe mich ja gewundert, wie die Aufhängung für die Reifen gemacht wird. Ja, die wird ganz interessant gemacht, nämlich mit ganz viel Technikstangen und Achsen und hast du nicht gesehen und gebautem Differential. Und das war alles andere als easy, das da drunter zu packen. Und vor allem das Differential, das hängt hier so durch. Ne? Also, das ist hier nur so reingelegt. Und wenn ich den jetzt rolle, dann schlackert das da unten mit. Kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Das hat da keine wirkliche Fixierung. Ich weiß nicht, wer sich das so ausgedacht hat, aber wie gesagt, als Standmodell, man sieht es nicht. Es ist aber cool zu wissen, dass man ein Differential darunter gebaut hat. Wer hat das schon großartig? Ich habe jetzt keine Geländefahrzeuge hier, wo ich ein Differential drunter gebaut habe. Zumindest nicht wissentlich. Gut, manche habe ich aber auch schon sehr lange. Nee, auch der hat es nicht. Manche stehen schon sehr, sehr lange, schon Jahre. Deswegen kann ich mich auch gar nicht mehr dran entsinnen, was wie wo gebaut war. Da muss ich mich selbst mal noch reinfuchsen wieder für die neuen Folgen, wo ich die dann reviewen will. Aber ja, es ist echt interessant, wie das hier gebaut wurde. Ich sag interessant, nicht cool. Ja. Und wie ich schon sagte, was ich am Anfang schon gemerkt habe, die Reifen passen mal so überhaupt nicht zum Modell. Und das hat sich einfach nur bestätigt. Das müssten Geländereifen sein. Also ich wette, mit den Reifen vom Stunt-Truck sieht das tausendmal besser aus. Die sind allerdings zu klein. Wir bräuchten also größere, die dann dieses Profil hätten. Aber ja, auf jeden Fall, er sieht schick aus trotzdem und gehört definitiv in meine Sammlung. Funktionen, das lassen wir mal lieber. Also er hat verstellbare Spiegel, ja, das ist soweit okay. Die Türen lassen sich öffnen, das ist auch soweit okay. Die Hecktür, das lassen wir mal, glaube ich, lieber. Das ist, ja, okay, versuchen wir es. Geht. Aber geht nicht gut. Geht nicht gut, geht wirklich nicht gut. Weil halt alles plan sitzt hinten. Der hat hier nicht diese Rundung, wie es bei Bluebricks ab und zu ist, dass das dann ja einfacher zugeht. Und diese 4 Punkte sind wahrscheinlich für ein Ersatzrad. Das ist hier jetzt nicht mit dabei, auch nicht in der Anleitung vorhanden. Weiß ich nicht, ob man das einfach weggelassen hat oder ob das in der Anleitung, in der Datei, die zur Verfügung gestellt wird auf Rebrickable, wenn man sie kauft. Ob das da vorhanden ist, weiß ich nicht. Aber ja, normalerweise würde jetzt hier ja noch ein Reifen dran kommen oder Benzinkanister oder ähnliches. Dennoch, auch so finde ich ihn schon echt gut. Er kommt bei mir jetzt so erstmal in die Regale irgendwo. Ihr habt es mit Sicherheit auch schon gemerkt, dass meine Regale ständig anders geräumt sind. Ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, was ich wohin räume und räume immer wieder was um oder es gefällt mir dann auf einmal nicht mehr und ich habe es zu lange aus diesem Winkel gesehen und denke mir, nee, das packst jetzt wieder neu. Kommt immer wieder vor. Wundert euch da nicht, dass dadurch habt ihr dann vielleicht auch mal die Sicht auf ein paar andere Modelle im Hintergrund, weil da hat jetzt ja auch schon so einiges gestanden, wenn man die Videos so alle beobachtet. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr zusätzlich noch eine Info, wenn es was Neues gibt. Ich wüsste nicht, was ich hier jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, außer wie gesagt, dass ja, die Bautechniken so ein bisschen fragwürdig sind. Ich rede nicht von der Klemmkraft der Steine. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist die echt top. Teilweise sogar zu hoch. Also bei den Technikachsen hatte ich teilweise hier unten im Fahrgestell, dass die so schwer zusammengingen, dass ich dadurch auch schon ein bisschen was kaputt gemacht hatte und wieder zusammenpuzzeln durfte. Ein Teil, was schlecht ist, ja, habe ich erwähnt, sind diese Fliesen. Und aus dem gleichen Material ist hier unten, ihr könnt es vielleicht sehen, es ist viel, viel dunkler, dieses Glied, was in das, also dieses Hinge-Teil, und ich meine nicht das komplette Hinge, ich meine nur den Teil,
mit dem Stift in der Mitte. Nur dieses eine Stück. Der Teil, der ist top. Aber dieser Teil ist aus dem gleichen Plastik und der gleichen Qualität wie diese Sechser Fliesen vorne in Rot. Und ja, das ist keine gute Qualität. Und tatsächlich schlackert das auch ganz schön hin und her. Aber ja, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das sind, ne, dieses eine Teil ist auf beiden Seiten das gleiche. Hier ist es nicht, weil das ist ja das Teil, was hier oben sitzt. Haben wir also nur das und das auf der anderen Seite, die wirklich mies waren. Ansonsten Klemmkraft super okay. Ich habe gesagt Bluebricks Niveau. Nee, ist noch weit über Bluebricks Niveau. Also es kommt nicht an Sembo ran, aber es ist schon echt gut. Nur wer es mit den Farbabweichungen nicht so mag oder mit der Genauigkeit, der Passgenauigkeit, ja, da muss man dann halt ein paar Abstriche machen. Dadurch, dass es so viele verschiedene zusammengewürfelte sind, hat man natürlich eine Schwierigkeit mit der Passgenauigkeit. Aber auch das ist für mich Patina. Stört mich nicht. Ich finde den soweit gut. Die Bautechnik, die Anleitung ist relativ. Aber dafür kommt er halt authentisch rüber. Das ist einfach so. Gut. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Muss ich mich nachträglich doch noch mal kurz zurückmelden mit meinem kleinen Willys Jeep. Ja, eigentlich Jeep Wrangler, würde ich eher sagen. Willys ist es ja gar nicht mal. Ja, ich habe nachgeguckt und ich habe es ja auch dann im Teil 1 über Paulinchen dann einblenden lassen. Teileanzahl 1239, wenn ich mich jetzt nicht vertue, habe ich meine ich in Erinnerung. Und ich habe bezahlt ursprünglich 47,46 €. Allerdings ging dann noch ein paar Rabatt runter, 46,73. Ich habe gesagt, ja, wenn ich ihn für 48 kriege, ist in Ordnung. Und er hat mir dann 47,46 angeboten. Und dann kriegte ich noch ein paar Prozent über meinen Coupon und habe dann 46,73 bezahlt. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut, für Achtung Verwechslungsgefahr, falls das dann mal kommen sollte, irgendwie, dass ich da noch ein Modell habe, was ich damit vergleichen kann. Wollte ich gleich die Daten dafür haben, was der aktuell so kostet. Tja, jetzt ist das Problem. Wenn ich den anklicke, Moment, wir gehen noch mal zurück und ich klicke den an, weil ich ihn haben will. Er wurde komplett, aber wirklich komplett vom Markt genommen. Ich weiß nicht, ob der Mocker es geschafft hat, dagegen anzugehen. Wir gehen mal auf seine Seite. Das ist die. Das ist der Vic Taven. Und 1239 Teile hat das Set. Und auch der hat hinten keinen Reifen dran. Also es ist tatsächlich genau so umgesetzt, wie ich ihn hier stehen habe. Nur halt, dass er hier rote Felgen hat und bei mir graue Felgen. In der Anleitung sind die tatsächlich auch rot, die Felgen. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Das habe ich auch erst später gemerkt. Aber auch so gefällt er mir. Und ja. Man kann die Datei kaufen, die Bricklink Studio Datei für 9,99 Dollar, also 9,99 $. Und dann hat man das Modell. Und das ist wirklich gut getroffen, wenn man das mal vergleicht, denn das ist das Original. Dem ist der nachempfunden. Und ich muss sagen, ja, eindeutig. Da haben wir noch ein zweites Modell von denen. Das ist der, der, glaube ich, hinterher bei den Triceratops zu sehen ist. Der hat hinten komplett in Braun den Überrollkäfig umgummiert, ummantelt. Das ist wahrscheinlich so ein Schaumstoff oder was da drum ist. Halt, damit der Kopf nicht gestoßen wird an Eisen. Und ja, auch hier diese Aufkleber und das wird der alles noch kriegen. Genauso wie dieses kleine Kennzeichen. Das kommt nachträglich noch. Aber ich denke, ich werde dann auch das mit der 18 nehmen. Schließlich ist das der mit der Seilwinde, so wie das Original. Und der hat hinten den Teil zwar braun, das ist mir aber egal, bei mir ist er komplett in Schwarz. Aber im Großen und Ganzen ist der echt genau so und ist super gelungen. Ärgerlich ist halt nur, man kriegt ihn so nicht mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ich habe vom Händler auch noch keine Antwort bekommen. Ich habe ihn gefragt. Es gibt nur das kleine Modell, also quasi hier, das ist ja die kleine Variante davon. Die kriegt man zwischen 10 und 15 €, je nachdem, wo man kauft. Und in groß nicht zu bekommen. Nicht mehr da. Tut mir wirklich leid, das so sagen zu müssen, aber wenn ihr den haben wollt, müsst ihr euch die Steine irgendwie besorgen. Oder einfach mal ein paar Händler anschreiben und fragen, ob ihr den kriegen könnt irgendwie oder ob der den besorgen kann. Weil es wäre schade, wenn der einfach so vom Markt verschwindet. Der ist nämlich wirklich, wirklich schön. Und ja, das ist gerade so ein bisschen ernüchternd. Finde ich gerade nicht so toll. Denn ich finde den wirklich sehr gelungen. Ich musste, wie gesagt, nur eine Sache anpassen, die mir nicht gefallen hat. Und das waren die Heckleuchten. Die gefallen mir jetzt deutlich besser. Und damit ist er jetzt stimmig. Und das wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben, weil ich mir auch so die Gedanken mache, ob ihr den noch bekommen könnt, wenn ja, wo am günstigsten. Das ist mir halt schon sehr wichtig, wenn man mich fragt und bevor man mich fragt, mache ich halt einfach die Infos direkt. Und dabei ist mir halt jetzt aufgefallen, den gibt es nicht mehr. Ist schade, ist wirklich schade. Also den Store, den gibt es noch. Der Store, bei dem ich kaufe, öfter mal. Also jetzt in letzter Zeit weniger, das ist der LM, Moment, Bockers Block Build Your World heißt der jetzt. Da oben steht's. LMKJ Official Store. Den gibt es schon eine ganze Weile und deswegen habe ich da auch schon so einiges mir geholt über den. Der ist halt zuverlässig. Und ja, von ihm habe ich den hier. Von ihm habe ich, glaube ich, auch den Porsche, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche alle. Auf jeden Fall sind es ein paar. Immer wieder vereinzelt und da gab es bisher nie Probleme. Aber den hat er rausgenommen und auch alle anderen, die den angeboten haben. Wenn ich hier eingegeben habe, Jeep Mokka, da tauchte alleine dieses Modell bestimmt 18 Mal auf in der Suche. Es ist nicht einmal mehr vorhanden. Nicht einmal. Das geht hier über zig Seiten. Wenn ich jetzt ein paar Seiten überspringe, da kommt der auch nirgendwo mehr. Ich habe jetzt über eine Stunde lang gesucht. Ich finde den nirgendwo mehr. Nur noch die kleine Variante. Der ist komplett ausgestorben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Tut mir wirklich leid. Aber solltet ihr den irgendwann sehen, schlagt zu. Er ist es wirklich wert.